Miau, willkommen zurück bei der Absturzstelle. Schauen wir uns mal an, was der Paarungstanz macht. In vollem Gang, wie es aussieht. Wir nehmen dann doch mal die Fackeln mit. Oh, ich muss noch einen neuen Speicherplatz für das heutige... für die heutige Aufnahme machen. So. Dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt ja Schlüssel. Ach, seht mal, von hier oben können wir auch ganz gechillt beobachten. Ah, da läuft noch ein kleiner grüner Dino. Aber ich glaube, irgendwie die Dinos haben sich aufgehängt. Wir gehen jedenfalls weiter. Genau, wir haben einen Schlüssel. Ich weiß auch schon, wofür der ist. Manche von euch wissen das vielleicht auch. Ich nehme trotzdem mal die Waffe. Ich traue dem hier ja allem nicht. Nee, auf die Seite müssen wir nicht. Auf die andere. Jetzt hat auch das Gestampf aufgehört. Ah, doch nicht. So, und zwar müssen wir wieder hier hoch. Aber diesmal anders. Der kleine Fugu hat gestern das Plüschding von meinem Mikro geklaut. Gott sei Dank habe ich es wiedergefunden. Das wäre sonst ganz und gar nicht gut. Naja. So sind sie, die kleinen Monsterplüschs. So. Und... tschuck. Naja, ich gehe mal ein Stück mehr zur Seite. Damit sie die Füßchen aufstellt. Ja, wunderbar. So stelle ich mir das vor. So, dann gehen wir wieder darüber. Nur springen wir noch nicht von diesem kleinen Vorsprung aus rüber. Wie weit ging das noch? Noch ein Stück zurück ist, glaube ich, besser. Ah. Mist. Dann doch weiter vor. Das kann man aber auch immer so schlecht abschätzen. So. Das Gestampf ist so ein kleines bisschen nervig, aber naja. Wenn der Dino halt noch da rumläuft, muss er ja auch Geräusche dabei machen. Okay. Gut. So, und jetzt war es nämlich so, dass wir... darf ich mal sehen? Danke. Ich glaube, hier dran gehen. Ja. Seht ihr, wir können hier klettern. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann weitergeht. Können wir da links weiter? Ja, sieht gut aus. Das muss man halt auch wissen. Das ist keine so offensichtliche Kletterwand, finde ich. Naja. Gott sei Dank hat Lara ja die stärksten Finger auf der Welt. Krallt sich in den Stein. Was denn hier? Eine kleine Nische, ich glaube, eigentlich. Ne, ich weiß nicht. Ich guck mal. Ah, stopp, ich speichere erst. Wenn wir das jetzt schon geschafft haben. Oh, die Musik. Ah, da können wir wieder hangeln. Aber komme ich da von hier aus? Ich weiß nicht. Ich muss mal ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich da runtergehe? Nichts. Ah, da können wir hoch. Okay. So,
So, jetzt ist die Frage, wollen wir da rein? Oder können wir auch... Ach so, wir müssen da vorne drehen. Na gut. Dann tun wir das. Und einmal rundherum. Okay. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, dass es hier so Sachen noch bei der Absturzstelle gab. Jetzt sind wir ja eigentlich schon... Okay, wartet mal. Ich will noch mal was versuchen wegen dem Flugzeug. Ich nehme mal einen neuen Speicherplatz. Ach so, Moment. Den habe ich ja jetzt schon... Ich habe ja den Speicherplatz eben schon überschrieben. Ja, Moment, ich brauche den anderen. Den hier. Weil... Ich will noch mal gucken, ob wir da hinten nicht doch auf das Flugzeug springen können. Irgendwas hat es doch mit dem Ding auf sich. Ich meine, wir können da rein und finden da vielleicht noch was Tolles. Aber vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Können wir nicht von... Kann man eventuell da und dann da und dann dahinter? Ach, verdammt. Ah, jetzt habe ich nicht gespeichert. Oh, wartet mal, es klingelt. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Haha, wenn ich euch sage, was da gerade mit der Post gekommen ist. Ist ja egal. Ich glaube, ihr wisst schon, dass ich eh ein bisschen wahnsinnig bin. Und zwar besitze ich schon seit längerem eine Oscar Wilde Actionfigur. Ja, die sitzt im Bücherregal. Und dazu gab es mal mehr, also auch von anderen Schriftstellern. Es gab zum Beispiel noch Shakespeare und Jane Austen, Edgar Allan Poe und Charles Dickens. Und genau den habe ich mir bestellt, den Charles. Ich hätte, ja, ich weiß nicht, doch Charles Dickens, das bin ich schon ein sehr großer Fan von, aber... Nee, okay, wir rutschen hier auf jeden Fall. Tatsächlich ist diese Figur auch die aller einzige, die ich noch sowohl im UK als auch im deutschen Shop bei Amazon gefunden habe. Okay, wir lassen das. Und außerdem... ja. Genau, alle anderen sind hier schon ausverkauft. In den USA gibt es noch Shakespeare und Jane Austen für 40 Dollar. So, das war wieder so ein böser Schalter. Ich muss jetzt kurz aufhören zu reden und mir überlegen, was wir hier eigentlich machen. Also runterrutschen, schätze ich mal, sollten wir auf keinen Fall. Ach, da hätten wir noch weiter klettern können, kann das sein? Ne, ich weiß gerade nicht. Ich beschäftige mich mal noch mit dem bösen Hebel. Okay. War das wirklich besser? Kommen wir so da hinten an den anderen Hebel? Können wir da stehen? Weil, hätten wir den Hebel nicht umgelegt, hätten wir, glaube ich, einfach da lang klettern können. Ich will... Ach Gott, wir versuchen es halt. Ich habe ja keine Ahnung. Eventuell kann man sich da wieder an der Wand festhalten. Ja, kann man. Na dann... Nicht zu weit runter, Lara. Genau. Brav. Jetzt muss ich aber auch, glaube ich, wieder den anderen Schalter umlegen. Moment mal, wie komme ich denn?
Über das da wahrscheinlich. Oh je, wartet mal. Genau, und jetzt könnten wir wohl darüber springen. Genau, und jetzt können wir doch theoretisch uns rüberhangeln. Ach, übrigens, wenn ihr schon dachtet, das Quad lenkt sich so ein bisschen schwerfällig, freut euch schon mal auf das Kajak. Das folgt ja auch bald. Und das Kajak, da hatte ich mich wahnsinnig drauf gefreut, dass ich es privat dann nochmal durchgezockt habe hier. Aber, also nicht durchgezockt, so ein bisschen hier und da mal ein Level mal wieder angespielt. Tatsächlich war das aber eher ein Kampf als... Oh oh. Als eine nette Kajakpartie. Oh je, warum fehlt das da denn? Ich halte mich mal kurz fest. Ja, da rutschen werden die Stacheln. Nicht gut. Ach, wir rutschen ja eh. Warum fehlt da noch was? Was passiert, wenn ich rückwärts springe? Nichts Gutes. Alles führt darunter in die Stacheln. Und wir haben wieder pinkes Blut, by the way. Okay, irgendwas fehlt noch. Ich bin so ein bisschen durcheinander. Ich habe auch nicht mehr gespeichert. Offensichtlich. Achso, nee. Das wollten wir gar nicht. Wir wollten springen und zwar so rum. Das da oben fehlt noch. Ich verstehe aber nicht, wie wir das machen können. Dann muss ich mich da hinten irgendwo anders runterlassen. Was ist denn eigentlich mit diesem kleinen Vorsprung da unten? Kann ich wahrscheinlich so gar nicht rein. Ach, Moment, ich will noch mal was gucken. Also, der Hebel hat das eine hochgemacht für uns. Jetzt ist es wieder unten. Aber das andere ist damit auch nicht oben, ne? Wow. Ach Gott, was ist denn das hier für eine Szene? Na gut, ja. Hilft nix. Ich verstehe es nicht. Denn das zweite dahin? So ja nicht. Ich gehe noch mal kurz in den anderen Raum. Aber hier war ja nichts. Gar nichts. Haben wir was vergessen? Nein, hier ist nichts zu tun. Ja. Das ist blöd. Richtig blöd, wenn ihr mich fragt. Kann ich da dran klettern?
Seht mal da die Wand. Und dann rückwärts halt. Ein tollkühner Plan, den ich von hier nicht erreichen kann. Das wäre jetzt aber gerade so irgendwie meine Idee. Boah, da müsste ich ja auch... Nee, das... Kannst du auch irgendwo dran runterklettern. Vielleicht... Wegen solchem Kram gefällt mir die Südsee nicht so gut. Ich finde, es gibt hier viel zu oft solche komischen Passagen, wo der Weg einfach absolut nicht ersichtlich ist. Und der Part ist bald vorbei und ich habe nichts geschafft hier wieder. Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, dass das... Wir speichern mal hier. Dass das mit dem Hangeln tatsächlich so ist, es reicht nicht. Mit den Klettern an der einen Wand, meine ich. Oh, entschuldige. Man hört immer noch die Dinos umherstampfen. Ist eigentlich da oben nichts, okay. Hätte ja sein können. Ich wundere mich hier über gar nichts mehr. So, und ich meine jetzt, dass wir hier an dem Felsen uns festhalten können. Hier. Ich kann das halt mal versuchen. Ja. Die Frage ist, haben wir davon jetzt auch was? Wenn ich hier unten ein Rückwärtssalto mache, müsste ich auf dieser einen kleinen Plattform landen. Ah, dass man halt nicht hinter sich gucken kann. Könnte gehen. Noch ein bisschen. Ja, aha. Aber jetzt müssen wir, glaube ich... wie machen wir denn das jetzt? Ich kann da jetzt natürlich wieder dran. Ach so. Ah, hahaha. Ja, okay. Man muss halt nur wissen, wie die Kletterwände hier von der Textur her gedacht sind. Dann geht das. Weiter hoch noch ein bisschen. So. Ja, und jetzt? Ich, also schön gut, aber komme ich doch niemals dran. Ich speichere mal kurz hier. Kann ich da jetzt etwa... Nee, ich weiß nicht. Wir können ja auch noch gar nicht um die Ecke hangeln in diesem Tomb Raider. Halt dich oben fest. Nee, das bringt ja alles nichts, was ich jetzt hier tue. Ich bin sehr verwirrt. Kann ich da einfach dran springen? Muss ja eigentlich. Hab ja irgendwie keine andere Wahl, ne? Ja, nö. I don't get it. Oh. Nein, nein, nicht speichern. Oh mein Gott, laden. Laden. Okay. Kannst du da dran? Nö. Wie komme ich denn jetzt wieder an die Decke? Ich verstehe es nicht. Kann ich hier so... Aber das bringt mir ja langfristig gesehen alles nichts. Was zur Hölle habt ihr euch hier wieder überlegt? Ich rutsch doch überall. Wo soll ich denn dran?
Ich bin total verwirrt. Ich kann höchstens dahinter, aber dann bin ich ja noch zu weit links, um wieder auf dem... Obwohl ich könnte... Ah, doch. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ja. Die Idee dachte ich. Oh, hoffentlich springt die jetzt nicht zu weit. Das... Oh Gott, Lara. Nein, geht. Hui. Mein Gott. Wenn das jetzt alles auf Zeit ginge... So. Ich hätte mal speichern sollen. Ist immer schön, dass einem das einfällt, wenn man schon wieder unterwegs ist. Naja. Ist schon ein bisschen tricky hier. Ich freue mich ja schon so sehr auf die Antarktis hier. Aber wenn ich da bin, wahrscheinlich nicht mehr. Es schließt sich der letzte Abschnitt, aber ich habe ihn sehr positiv in Erinnerung. Speichern. Waffen. Ne, Munition. Für die guten, guten Uzis. So. Ach ja. Seht mal da das Flugzeug. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir hier nochmal hinkommen. Ach, wie schön. Juhu. Seht ihr, da können wir rein. Ich wusste es. Hier gibt's keinen Dino mehr, ne? Also aktuell meine ich. Die Stampfi-Geräusche kommen, glaube ich, immer noch vom T-Rex. Ach, es ist hier so schön, in luftiger Höhe. Da, da, da. Da ist das Loch. Aber wisst ihr was, Leute? Ich bin ganz gemeint, ich mache jetzt nämlich einen Cut. Mohaha. Und in das Flugzeug gehen wir beim nächsten Mal. Ja, ja, was uns da wohl Tolles erwartet. Und was uns hier wohl Tolles erwartet. Wir können gespannt sein. Sieht aus wie so eine kleine Festung. Naja. Das wird schön, ihr Lieben. Ach, hallo. Da läuft doch noch ein kleiner Schwimp rum. Ja, du bist ein böser Schwimp. Puck, puck, puck. Haben wir eigentlich irgendwas Lustiges an Waffen? Nö, wir können dem nur hier so einen Grenade zuwerfen. Blub. Die ich schon immer doof fand, weil zielen ist halt mit den dummen Dingern nicht. Da hinten ist er jetzt hingedopst. Ah, ich finde, die Waffe hat überhaupt keinen Sinn. Naja. Okay, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Im Flugzeug. Macht's gut.